Ich bin da, weil du mich liebst. Denk daran in dieser Stunde, ehe du eins wirst mit dem Mann, der dich nie für sich gewann. Er wird die Tiefe deiner Seele nie verstehen, nie selbst erreichen. Ich bin da, weil du mich liebst. Nur für dich bin ich am Leben. Jede Sehnsucht tief in dir findest du allein in mir. Wirf dich nicht weg an diesen ahnungslosen Mann und seinesgleichen. Du hast mich, ohne es zu wollen, zu einem anderen gemacht. Wie sehr dein Wesen mich betört, das hätte ich nie gedacht. Ich bin nur da, weil du mich liebst, mit dir gewinn ich jede Schlacht. Vertrau mir bis ans Ende aller Zeit, wir gehen gemeinsam durch die Nacht. Wie kann es nur sein, dass ich so fühle, wie ich fühle? Wie kann ich nur schwanken zwischen Liebe und Kalkül? Etwas in mir sehnt sich nach der Treue, die ich schwor. Etwas in mir fürchtet sich davor. Mich betört, das hätte ich nie gedacht. Ich bin nur da, weil du mich liebst. Mit dir gewinn ich jede Schlacht. Vertrau mir bis ans Ende aller Zeit. Wir gehen gemeinsam durch die Yeah.
Jesus! Ich hatte mehr Sitzfleisch, als wir im Sumatra hinter einer angebundenen Ziege einem Tiger auflauerten. Ach. Ja. Jedenfalls hätte ich Ihnen bis vor kurzem noch den Teufel an den Hals gewünscht. Aber heute denke ich mir, der beste Kerl, der ihr passieren konnte. Ach. Was treiben Sie so lange da oben? Ich kann es mir nicht erklären. Bitte. Nun? Was haben Sie zu berichten? Professor Van Helsing wird jeden Moment herunterkommen. Wer ist der Knabe? Er war mein Lehrer an der Universität in Amsterdam und auch mein Mentor. Wenn irgendwer in Europa etwas über obskure Krankheiten weiß, dann er. Und? Wie lautet seine Diagnose? Ja, das muss er Ihnen selbst sagen, jedoch. Fahren Sie fort. Sie haben das weiße Halsband aus Samt bemerkt, das Lucy getragen hat. Ja. Van Helsing hatte einen Verdacht, er entfernte es und fand zwei seltsame Wundmale an ihrer Kehle. Dann wurde er sehr ernst und hat mich gebeten, nach unten zu gehen. Was soll das heißen? Wundmale? Oh Gott. Muttermale vielleicht, ja. Oder auch Schnitte. Bisse. Sie müssen sich auf ernste Fakten gefasst machen. Ernste Fakten und keine Unterbrechung, wenn ich bitten darf. Fahren Sie fort. Ich fürchte, Ihre reizende Gattin leidet an einer äußerst schweren Krankheit. Krankheit? An welcher? Ich nehme an, Sie kennen den Terminus Vampir? Vampir? Wollen Sie behaupten, sie wurde von einem Vampir gebissen? Sind Sie völlig übergeschnappt? Genau, Mr. Van Helsing. Ich glaube, Sie sind von allen guten Geistern verlassen. Zum Glück noch nicht, junger Mann. Wir müssen darauf hören, was der Professor zu sagen hat. Nicht zuletzt, weil ich Ihnen versichere. Hier geht es um Leben und Tod. Noch vor Einbruch der Nacht müssen wir Knoblauch und Lauchblumen finden, jedes Stück, das wir in London auftreiben können. Das wird die Kreatur fernhalten. Auch Kruzifixe. Wir dürfen keinen Moment Zeit verlieren. Hast es also schon? Was denn? Das Weihwasser. Ja, ich hab alles. Gut, gut. Dann schlaf jetzt. Du weißt, du musst einfach nur... Dann komme ich sofort. Nun denn, gute Nacht. Gute Nacht, mein Liebster. Ist die Stunde schon nah? Spür den Wind so kalt auf Wangen und Haar. Mein Blut ist erstarrt, wieder zitternd kleine Fink, der auf den Raubvogel starrt.
Lass mich los, ich spiel nicht mit in deinem Spiel. Lass mich nicht los, du weißt, dein Kuss ist, was ich will. Sei mein Gebieter, lass mich frei. Mir ist die Welt, in der du leben willst, so fern. Komm nur herein, dann zeigt die Sklavin ihrem Herrn, wie sie sich fügt, für immer fügt. Bist du da? Ist die Stunde schon nah? Warst du nur ein Spuk im dunklen Licht, das ich sah? Wirst du Wolf oder Fledermaus sein? Wie kann es sein, dass sich nun alles in mir sträubt? Und doch ich brenn und bin von Leidenschaft betäubt. In mein Verhängnis wichtig will, will, dass mein Blut in deinem Pulsschlag wieder klingt. Such das Gefühl, wenn Gift und Stachel in mich dringt. Dunkle Empfängnis, Blut zu Blut. So lade ich dich ein, dein Wille soll geschehen. Kein Waffentrödel hier soll unserer Lust im Wege stehen. Ich schenk dir, was ich hab, mein Lebenselixier.